Liebes A1-Team, heute möchte ich ganz gerne über unsere Beziehung sprechen. Wir sind ja jetzt schon relativ lange zusammen. Schon seit vielen, vielen Jahren führen wir eine sehr intensive Beziehung. Aus dieser Beziehung sind schon entsprungen 2 Internetanschlüsse, 2 Smartphone-Anschlüsse, 2 Festnetzanschlüsse. Da kommt schon ein ganz ordentliches monatliches Unterhaltsgeld für dich dabei heraus. Und jetzt möchte ich diese Beziehung noch intensivieren, ich möchte sie noch weiter ausbauen. Ich möchte erstens wieder ein neues Telefon, einen neuen Smartphone-Anschluss und ich möchte auch meinen eigenen Anschluss für weitere 24 Jahre fix an dich binden. Ich komme also proaktiv auf dich zu. Ich sage dir meine Wünsche, ich sage dir, was ich gerne hätte. Und alles, was ich eigentlich dafür gerne hätte, wäre ein ganz klein wenig Wertschätzung und schon eine ordentlich große Belohnung. Eine Belohnung in der Form eines günstigen Gerätepreises. Denn schließlich bin ich ja bereit, wieder einen relativ teuren Tarif für die nächsten 24 Monate abzuschließen. Ich wünsche mir also ein iPhone 5C, 8 GB. Und darauf antwortest du mir. Lieber Herr Seeger, leider kam es innerhalb der letzten Monate zu einer deutlichen Preiserhöhung aller Endgeräte. Aus diesem Grund kostet auch das von Ihnen genannte iPhone 5C 8 GB bei der Neuanmeldung in dem Tarif A1 Go Business Euro 499 inklusive Umsatzsteuer. Liebes A1-Team, eine der Grundregeln im Business in Österreich ist: Mein Bier ist nicht deppert und eure Kunden sind auch nicht deppert. Heute wissen wir alle ganz genau, was Dinge wirklich wert sind. Das nennt man Absolute Value. Wir können es nämlich jederzeit nachschauen. Wir können jederzeit auf apple.com/at gehen und in den Apple Shop gehen und schauen, was dort das iPhone 5C 8 GB kostet. Es kostet nämlich 399 Euro, wenn ich es vertragsfrei, frei Haus in 24 Stunden bei Apple bestelle. Das relativiert das Angebot von euch. Natürlich, wahrscheinlich kauft ihr eure iPhones nicht direkt bei Apple, sondern beim Saturn und beim Mediamarkt. Ja, da muss man natürlich etwas dabei raufschlagen. Ihr werdet einfach verstehen, dass ich dann das Telefon doch lieber direkt bei Apple kaufe und mir dann einen günstigeren Tarif dafür aussuche. Aber ich möchte noch etwas heute mit euch besprechen. Und das ist das Wort auch. Das Wort auch ist ein ganz böses Wort in Beziehungen. Denn niemand will auch geliebt werden, oder? Und wie schreibt ihr mir dann so schön? Auch hierbei habe ich Ihnen bereits ein sehr gutes Angebot kalkuliert. Denn auch Neukunden erhalten dasselbe Grundentgelt. Denn auch Neukunden. Was wollt ihr mir denn damit sagen? Ich bin in diesem Fall ausnahmsweise sogar auch so viel wert wie ein Neukunde. Aber ich will nicht sogar auch so viel wert sein wie ein Neukunde. Ich will etwas Besonderes sein, etwas Einzigartiges. Und ich glaube auch, dass ich mehr wert bin als ein Neukunde. Denn ganz ehrlich, bei mir, da wisst ihr schon, dass ich eine ordentlich hohe monatliche Rechnung habe. Und ihr wisst auch, dass ich diese Rechnung jedes Monat pünktlich bezahle. Ich neige auch nicht zu häuslicher Gewalt und bin sonst auch ein ganz netter Kerl. Ich will nicht nur geduldet werden und ausnahmsweise sogar etwas wie die Neukunden bekommen. Ich will eine besondere Behandlung, eine bessere Behandlung. Und da geht es gar nicht um das Geld, da geht es gar nicht, ob es jetzt 5 Euro mehr oder 10 Euro weniger kostet. Da geht es auch um eine Einstellungsfrage, um die Einstellung einer Kundenbeziehung, um die Einstellung zu Stammkunden gegenüber Neukunden. CRM ist ja nicht nur ein Tool, ist ja nicht nur ein Prozess, es geht ja nicht nur um das Sammeln von Neukunden in Datenbanken für irgendwelche fiktiven Marktanteile, sondern am Ende ist da so ein Mensch wie ich, der sich jetzt artikuliert und seinen Schmerz auch kundtut. Um diese Beziehung geht es. Und wenn wir anfangen, diese Beziehungen zu pflegen, dann werden Menschen auch nicht wechseln und werden die Verträge auch
weiter loyal dort abschließen, wo sie heute sind. Wenn sie aber für dumm verkauft werden und mit auch abgespeist werden, dann sind sie bald alle weg. Nur mal so zum Nachdenken. Vielen Dank.